Die Supersuchtis Demo Test Review Angezockt Show. Moin Moin liebe Supersuchtis, wir sind also hier in einer neuen Show. Wir behandeln Demos und heute geht es um Kung Fu Strike The Warriors Rise. Ich habe die mal angezockt und wir gehen jetzt gemeinsam in das Spiel. Es gibt keine Maus in diesem Spiel, sondern nur Tasten. Also wundert euch nicht, wenn ihr da mit der Maus wählt im Menü und nichts findet. Hier sehen wir die Moves. Wir sehen also, man braucht ganz wichtig die J- und die K-Taste und die Space-Taste. Und dann ist man eigentlich schon ganz gut bedient. Auf ins Spiel, dann sind wir schon in den fetten Endboss. Und hier kommen erstmal seine Lakaien. Bam, bam, bam. Ha, bam, 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 bam. Viele denken vielleicht, der Fluppy, der ist nicht in der Lage, so ein Spiel zu zocken. Das ist halt, weiß ich nicht, zu brutal oder was, weil Battlefield überhaupt nicht brutal ist, ne? Aber ihr seht ja schon, auch in Black Ops kotze ich mich aus. Und hier kann man echt mal nach einem harten Arbeitstag, nach dieser Schweinehitze hier, sich endlich mal etwas austoben und J und K drücken. Vielleicht macht ihr, um halt nicht zu verwechseln, was ihr drücken müsst, einfach alle anderen Knöpfe aus eurer Tastatur raus. Nur J und K und Space und Enter nicht vergessen. Und schon könnt ihr dieses Spiel hier spielen, auch in der Vollversion, sicherlich. Hier in der Demo gibt's jetzt nur zwei Level, so wie ich das gesehen habe. Das zweite Level habe ich nicht ganz fertig bekommen, da kommen wir gleich zu. Jetzt erstmal zum Endboss. Arr, die fette Sau, ja. Sieht fast so aus wie, woran erinnert mich das gerade? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe da so ein paar Gamescom-Videos gesehen. Ja, aber ja Gott, der haut mich ordentlich hier weg. Das wird ein ziemlich enger Kampf. Zack, 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 zack. Ihr könnt ja nicht viel falsch machen, wenn ihr J und K drückt. Wie gesagt, ab und zu wird einem auch angezeigt, was man jetzt drücken soll. Und das ist ja wie bei diesen alten Spielen hier, zum Beispiel da genau, K. Bei Tekken und so weiter. Ich meine, da ging es so eigentlich nicht darum, was man drückt, sondern einfach nur rumdrücken, rumdrücken, rumdrücken und bei Zufall hat man irgendwas. Jedenfalls gegen mir das immer so. Bam! Wir haben gewonnen, einen Rang höher und hier sind wir schon im zweiten Level und hier kämpfen wir gegen den Dalai Lama. Ja, der hat ein bisschen Botox, nicht Botox hier, weißt schon, Steroide, ja. Hat er geschluckt und deswegen hat er den Popeye-Arm und wir haben die J-Taste. Ich glaube, da sind wir unschlagbar. Ja, ich renne hier mal ein bisschen weg, weil ich habe Angst generell vor dem Dalai Lama. Also nicht Angst, sondern Respekt. Ja, ist ja so. Zack, 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 zack. Oh, meine arme, schöne Tastatur. Bam, in your face. Ja. So, und hier war ich jetzt ein bisschen irritiert, weil was ist das? Hallo? Hat mir keiner vorgewarnt. Das steht nicht auf der Verpackung, die ich nicht habe. Imaginär. Als Textdatei, noch nicht mal das. Was will der von mir, Alter? Hau ab! Langweilig! Und dieses komische Peace-Zeichen da unten. Ist doch Peace, oder? Keine Ahnung. So, JK, JK, JK. Schreibt mir einen Aufsatz. Der Wahnsinn. So, und jetzt kommt der ultimative... Floppy down. Eine schöne Demo, die Vollversion, ich kann es mir nicht vorstellen, wie die noch so sein mag. Testet es ruhig gerne an, ist gerade bei Steam, die Vollversion kostet 7,99 und ansonsten, wer Spaß hat an Tastaturquetschen, der hat auch Spaß an diesem Spiel.